Ihr habt Glück. Ich mach das mal mit meiner Waffe. Ich guck mal, wie viel das so ich kostet. Ich hab auch beide Waffen. Rüstung pro Treffer um 9 verringern. Jetzt nochmal für 16.000. 2% schnellerer Angriff. Ja. War jetzt zwar nicht so geil, aber egal. Besser das als gar nichts. Das stimmt wohl. Aber dafür halt dann 14.000 oder so ausgeben, ist natürlich auch nicht ganz so geil, ne? Aber okay. So, warte. Gerade. So. Also von mir aus können wir. Jo. Hier unten haben wir jetzt auch alles abgesucht. Hier ist eine Quest. Könntet ihr mir helfen? Oh lol, guck mal, da kriegen wir voll viele Steine. Ich krieg ganz viele Glutsteine. Sag mal, was habe ich denn jetzt gekriegt? Lol. Hast du die Quest nicht gekriegt? Doch. Aber was haben wir denn jetzt dafür bekommen? Nur Erfahrung. Du kriegst erst, wenn du die jetzt wieder abschließt, dann was Neues. Ja, komm, wir gucken hier noch eben das letzte bisschen links durch. Und wieder so ein Troll. Solange du nicht stirbst, ist ja okay. Na, das ging doch. Okay, hier haben wir alles. Da ist eine Phasenbestie! Oh. Haben wir doch gerade noch drüber gesprochen. Ah. Oh scheiße, ich bin in das Portal direkt rein. Ist egal. Das ist ja auch das, was daraus kommt. Ja, direkt war rein. Der Lackner was für mich. Ja, ist ja egal. Wenn du wieder rauskommst, liegt es da immer noch. Wo bist denn du? Ich komme. Was haben wir denn hier? Wo sind wir denn? Phasenbestienreich. Da hinten ist eine Mega-Fahnenhexe. Und hier ist ein Mini-Boss. Ja, sag ich doch, eine Mega-Fahnenhexe, die sich teleportieren kann. Ach du Heilige. Wie gut, dass wir Schild haben. Mhm. Oh. Einfach voll reingeworfen worden in das Gemetzel hier, ey. Ja, ich auch. Ich bin angekommen, da kam schon direkt zu zwei von diesen kleinen Viechern an. Mach mal so ein paar Explosionskugeln hier einfach rein. Ja, würde ich ja gerne machen. Ach, du bist tot? Ja, ja. Komm her. Erstmal ein Schild, ey. Lass hier diese Izilmor erstmal töten. Die ist schon nur noch auf 50%. Weißt du, welche ich meine? Hier in der Mitte die. Oh, ich bin doch schon wieder tot. Ey, was ist das? Wir müssen uns auf eine konzentrieren und du musst bei mir bleiben, sonst kriegst du das Schild nämlich nicht mit. Aber wenn die sich die ganze Zeit so dumm durch die Gegend teleportieren, dann kann man ja nie was hier machen. Oh, ich komme ja nicht weg, ey. Danke. Versuch in Zielmoor immer anzugreifen, wenn du ja, die findest. Ja, ich musste kurz weg, ans Rechner bin ich wieder draufgegangen. Ja, du hast immer noch Schild drauf. Nee, doch. Ich hab jetzt wieder vielleicht drauf. Ah. Zielmoor ist gleich down. Komm schon! Jawohl, jetzt ziehen wir es down, jetzt noch die letzte. Stufenaufstieg. Die Bitch. Komm mal her, du hast ein Schild. Ja.
Boah. Mann, stirb doch jetzt. Boah, geht die mir auf die Eier, ja. Die wissen schon, welche Gegnertypen die in sowas reinstecken müssen, wa? Boah, war das heftig. Boah, aber voll viel Kohle. Boah. Hier ist noch mehr. Krass. Ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt. Ja, dafür, dass ich hier auch viel Gold ausgeben musste. Boah, wovon krieg ich jetzt bitte schön Schaden? Du musst auf die Löcher da im Boden aufpassen. Da darfst du da nicht draufstehen, wenn da Feuer rauskommt. Okay. Das war's? Ach scheiße, jetzt habe ich da gerade Geld liegen lassen. Egal, waren nur 70. Ja, ja, das war's. War hier unten noch irgendwas? Nee. Jetzt bin ich gerade aus Versehen nicht gegen das Mikro gekommen. Mit meinem Knie. Lol. Mit deinem Knie. Ja. Krass, ey. Zweimal gestorben. Boom, tot. Ja, aber da du ja vorher diese Verzauberung gemacht hast, hat's ja eh nicht mehr so viel Geld, ne? Doch, ich hatte jeweils noch über 3000 Gold bezahlen müssen. Das müsstest du aber raus haben. Ladebildschirm? Ah, da bin ich. Musste schon ein bisschen kämpfen, weil hier, wo wir aufgesetzt wurden, kam erstmal direkt so Trolle. Beziehungsweise ein Troll und Fledermäuse und sowas. Ja, ich weiß nicht, warum ich immer so einen langen Ladebildschirm habe. Ja, das habe ich aber gerade auch gehabt. Aber das habe ich ja immer. Ja, keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja auch noch gerade am Hochladen, ne? Also. Das darfst du nicht vergessen. So, dann wollen wir mal hoch die Glocke wegbringen. Haben wir aber doch viel geschafft in der halben Stunde. Vielleicht schaffen wir jetzt hier noch eben die Main Quest ein bisschen einzugrenzen. Ja. Hey, was willst du, Werwolf? Geh weg. Leute, du warst die ganze Zeit neben mir, jetzt auf einmal warst du weg. So, hä? Ich bin ein Stück weiter vorne eigentlich. Ja, du warst die ganze Zeit neben mir angezeigt. Na. Glockenständer. Ich hab schon mal eingesetzt. Ja. Oh nein. Oh. Ah, ich hab gedacht, ich müsste kämpfen. Hab ich auch gedacht. Lol. Süße Hilfe. 243.602 Gesundheitsverlust für 13,33 Minuten. Ja. Ist es auch? Hab ich auch. Ein paar Stiefel, das offenbar die Ratten angeknabbert haben. Und bei allen davon scheint die Solo zu fehlen. Ja, habe ich auch. Ja, was soll man denn damit, ey? Naja, da wir erstmal die Quest annehmen müssen, heißt es also erstmal diese erledigen. Aber ich frage mich auch, was wir dann, was das für Belohnungen sein sollen, ey. Was ist das denn für eine Schlampe? Echt? Tja, gucken wir mal, wie weit wir noch in 5 Minuten kommen, wa? Ja. Wir können ja heute Abend nochmal aufnehmen, je nachdem. Ja, klar. Einsturz. Ah ne, ist die Quest. Scheiße, wie hieß denn jetzt das Ding? Hast du das lesen können? Verlassenes Sägewerk. Hm. Klingt cool. Verlassenes Sägewerk klingt cool. Allerdings habe ich gerade so eine leichte Befürchtung, dass das hier ein neues Gebiet ist. Irgendwie ja. Na, dann lass uns doch mal gerade zurück und die eine Quest machen. Aber da stand Quest bei. Ja, ja, weil wir da noch eine Quest haben. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber also, das ist ein neues Gebiet. Das, was wir gerade, diese grünen Quests sind ja so Nebenquests, die wir noch machen können. Und mich interessiert das schon so ein bisschen, was wir da...
was das für einen Sinn hat. Auf jeden Fall ist hier ein Altar, wo ich gerade stehe. Den habe ich jetzt gerade betätigt. Oh, Arena des Gemetzels. Na, das klingt doch interessant. Oh, oh. Das ist ja genau das Richtige für uns, oder? Ja. Oh, da ist Questgeber. Ich wollte ihn schon wieder angreifen. Ihr habt es auf Groms Schätze abgesehen. Sie sind gewaltig. Nichts kommt ihnen gleich in diesem Reich. Nehmt ihr die Herausforderung an? Ja, ja, komm. Hast du auch? Ja. Okay, dann auf nach Groms Arena. Oh Gott, sieht schon sehr einladend aus. Ja. Was ist da oben? Runde 1. Oh nee! Wie geil! Ja! Mega geil! Einfach mal so eine dicke Arena, ey. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an WoW. Da habe ich auch mega gerne diese Arenen gezockt. Oh ja. Kannst du dich noch an dem einen Team da dran erinnern? Jäger und ich glaube Elementarschamane war das, die wir 6-mal hintereinander hatten, wo die uns ja freiwillig geliefert hatten. Ja, ja. Ja, genau. War geil. Das war echt witzig. Aber die haben auch schlecht gespielt. Ja. Aber. Oh, Runde 2. Oh Gott, jetzt kommen schon gepanzerte Viecher. Warte, ich gebe mal gerade Schild, ey. Das wäre geil, ja. Dieses eine Viech, hast du das noch, was du da immer beschwören konntest? Oh, warum bin ich denn jetzt platt? Welches eine Viech? Das es immer Leben gibt oder so. Ja, das habe ich doch da. Boah. Wieso bin ich denn gestorben, obwohl ich... Boah, das gibt es doch nicht. Weil ja einfach mega viel los ist. Guck mal, ich bin schon wieder weg. Ich konnte gar nichts machen. Ja, ich bin auch immer kurz vorm Sterben. Ich konnte nichts machen. Gucken, wie viel Kohle wir hier verlieren, wa? Wir müssen ja diese Magier wieder töten. Die machen so viel Schaden. Versuch dich zu konzentrieren auf die Magier, die diese lilanen Dinger machen, weißt du? So. Hier. Ah. Hau ab hier. Bin mal gespannt, wie viele Runden es dann hier letzte so gibt. Letzte Runde. Stand das gerade bei dir? Ja. Bei mir nicht. Bei mir steht gerade letzte Runde. Stand bei mir noch nicht. Ja, Belohnung haben wir schon mal bekommen. Jetzt steht bei mir letzte Runde. Lol. Stand bei mir vorher schon. Auf die Magier erst, ja? Weil bei den Soldaten ist immer das Problem, dass sie noch diese Schilder haben. Weißt du? Mhm. Wow, was ist das? Nein! Oh, Grom ist da. Hä? Grom ist da. Grom der Mörder. Oh. Ich bin tot. Na, schon mitbekommen. Boah, ich werd gerade aufgesetzt und bin schon wieder so gut wie tot war. So gut wie ist aber nicht tot. Das ist doch schon mal gut. Ich renne hier nur mit 50 Leben durch die Gegend oder so. Echt heftig. Boah. Alter Falter, ey. Mach mal hier ein paar Explosionen. Genau vor mich am besten. Ich tank die hier gerade alle. Boah. Nicht sterben. Kannst du mir aber irgendwie ein Schutzschild geben? Hast du.
Was meinst du, warum du nicht gestorben bist? Weil ich genau in dem Moment noch gerade das Schutzschild aktiviert bekommen habe. Oh. Stirb. Genau, immer schön hier reinsetzen, ey. Jawohl. Quest abgeschlossen, ja, super. Man hat ja noch rechtzeitig geschafft. Sogar eine dicke Truhe. Maske des Mörders. Noch ganz viele kleine Truhen. Kleine Truhen noch. Zip, zip, zip. Mein Gepäck ist voll, okay. Oh, ich habe eine Falle ausgelöst. Ups. Ja, das passiert halt, wenn du so Truhen öffnest. Mehr kann ich nicht tragen, okay. Habe ich auch. Dann schmeißt einfach irgendwelche grauen Gegenstände, die brauchst du ja sowieso nicht, schon mal in dein Tier und kannst dann den Rest aufheben. So. Dann würde ich auch sagen... Ach so, mein Begleiter. Der Begleiter ist fortgegangen. So. So, dann mal raus. Und Portal zur Oberfläche. Und ja, dann werden wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal die Aufnahme beenden. Ja. Und heute Abend noch ein bisschen zocken. Genau. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, liebe Freunde. Tschüss. Ich hab noch Ladebildschirm. Ist egal. Ja. Bis dann. Bis dann.